25 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt. Warum kann ich nicht vorzeitig in Rente gehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe heute am 31. März 2023 eine ganz interessante Anfrage reinbekommen. Hallo Herr Knöppel, vielleicht ein Thema für Ihr nächstes YouTube-Video. Ich habe 45 Jahre gearbeitet, aber nur 35 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt, weil ich nach den 25 Jahren selbstständig geworden bin. Freiwillige Beiträge wurden auch nicht gezahlt. Man konnte ja damals nicht ahnen, dass es einen Hubertus Heil gibt. Somit habe ich keinen Anspruch auf eine vorzeitige Rente. Das ist doch eigentlich unfair, da ich auch so lange wie die anderen gearbeitet habe. Ich würde ja auf meinen bis dahin erworbenen Anspruch auch Abschläge bezahlen und möchte ja nur meine erworbenen Ansprüche. Gibt es da eine Rechtslücke? Also so wie ich Sie verstehe, möchten Sie praktisch mit den 25 Jahren Wartezeit auch in eine vorgezogene Altersrente gehen und auch dafür dann noch Abschläge haben, soweit, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ja, mein lieber Anfragender, es tut mir recht herzlich leid, aber das wird nichts werden. Denn das Gesetz, das Rentenrecht, das gesetzliche Rentenrecht im SGB VI sieht zwingend vor, dass Sie, wenn Sie eine vorgezogene Altersrente haben wollen, also zum Beispiel eine Altersrente für langjährig Versicherte, dass Sie in der gesetzlichen Rentenkasse 35 Jahre Wartezeit nachweisen müssen. Wenn Sie die 35 Jahre nicht haben, können Sie die Rente nicht bekommen. Das ist leider so. Sie müssen die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Es ist unzweifelhaft so, dass Sie 35 oder auch 45 Jahre gearbeitet haben. Das ist gar keine Frage. Aber Sie haben nach Ihren 25 Jahren eben nicht mehr in die Rentenkasse eingezahlt. Sie hätten tatsächlich freiwillige Beiträge da einzahlen müssen. Das hätte Ihnen vielleicht mal Ihr Steuerberater sagen können oder jemand anders, der sich mit Ihren Finanzen auskennt. Also Steuerberater haben da eigentlich aus meiner Sicht immer mal eine kleine Verantwortung, den Menschen das mal mitzuteilen, dass sie sich vielleicht auch in der gesetzlichen Rentenkasse versichern sollten. Im Übrigen bin ich auch freiwillig gesetzlich in der gesetzlichen Rente versichert. Bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil ich letzten Endes auch eine Altersrente haben möchte, die armutsfest ist und von der ich dann später mal im Rentenalter leben kann. Also meine Damen und Herren, lieber Anfragen, es tut mir leid, auch wenn Sie das als ungerecht empfinden. Es wird nicht reichen, wenn Sie nur 25 Jahre Wartezeit nachweisen können. Prüfen Sie bitte in Ihrer Rentenauskunft, ich weiß ja nicht, wann Sie genau geboren sind, ob Sie vielleicht nicht die 35 Jahre Wartezeit noch erreichen können, indem Sie ab diesem Jahr, vielleicht sogar ab heute noch rückwirkend, Sie können ja heute am 31. März noch den Antrag stellen, rückwirkend Rentenbeiträge einzahlen für das Jahr 2022, da hätten Sie schon mal ein Jahr mehr und möglicherweise vielleicht auch noch für die Zukunft die Rentenlücke schließen. Ansonsten tut es mir leid, können Sie nur in die Regelaltersrente gehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.